So, das kann mal weg. Das auch. Das geht dann eben zu Keldon so lange, das Zeug, was wir verkaufen wollen. Fragt nur. Was braucht ihr? Yoshimo ist bereit. Also gut, das heißt, wir gucken uns den Bereich an, wenn wir Minsk wieder haben. Bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Oh, ein Abwehrtrank. Wer hat Abwehrtränke oder sind die hier drin? Steinriesentrank, Trank der Steinform. Ich weiß, irgendwer hat Abwehrtränke dabei. Sieht ganz nach dir aus. Oh, da ist ja auch noch ein Edelsteinchen. So. Weil wir müssen ja eh mit Minsk nochmal hierher, wegen der Spinnenquest. Also ziehen wir jetzt gleich ins Tempelviertel. Machen erstmal seine Quest fertig, dass wir ihn wieder loswerden. Oh, ein Ring. Und dann sehen wir ihr weiter. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das... Natürlich. So, das heißt wieder hier raus. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Wenn es das ist, was ihr wollt. Dann in den Tempelbezirk. Das heißt, Keldon hat nachher einen kleinen Vorsprung vor Minsk. Dum, dum, dum. Tempel. Euer Wunsch ist mein Begehr. Aber das können wir vielleicht kompensieren, indem wir Keldon nachher gegen Valiga eintauschen, während wir in der Sphäre sind. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich mit Valiga einfach nur die Sphäre aufmache und dann ohne ihn reingehe. So wie ich es mit Zernd und dem Druidenhain gemacht habe. So, jetzt ist das Haus auch endlich offen. Ihr habt zu lange gebraucht. Sie ist durchsucht, geplündert, verdammt. Auf der Straße merkt man das noch nicht, aber wenn man drin ist, kann man den Rum riechen. Dillkraut und die Reste von Pimlikus Mittagessen. Nehmt euch vor, Eindringlingen in Acht. Wäre möglich, dass sich hier ein schwungniederes Volk rumtreibt und den Ort verpestet. Keine große Herausforderung. Also ja, ist ein ganz normales kleines Anwesen. Ich war nun gut. Ja, was möchtet ihr? Oh, Pimlico ist tot. Ihr braucht mein... Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Noch mehr Heiltränke.
und anderes Edelsteinzeug. Ja, viele Heiltränke. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Wie es aussieht, haben meine ehemaligen Gefährten Pimlikos gute Stücke in seine Eingeweide getaucht. Ich denke, wir sollten der Kupferkrone einen Besuch abstatten. Ich habe nämlich den Verdacht, dass der chaotische Haufen noch nicht mal aus der Stadt raus ist. Die lassen sich im Moment sicher erstmal gut gehen. Genau genommen würde ich sogar den Namen meines Clans darauf verwetten, dass die vorhersehbaren Dämlinge genau jetzt auf dem Dach der Kupferkrone hocken. Also los, Beeilung, dann können wir ihre diebischen roten Hände noch kriegen. Ja. Was sagt es? Offenbar waren Korgans Ex-Freunde mit dem Angebot, das ihnen Pimlico gemacht hat, nicht zufrieden. Sie haben den Sammler getötet. Korgan ist der Ansicht, dass sie jetzt gerade dabei sein müssen, ihre Beute in der Schenke zur Kupferkrone zu versaufen. Korgan möchte gerne vorbeischauen, um ihnen auf seine spezielle Art zu ihrem Erfolg zu gratulieren. Jo, Kedon kommt immer näher ans Level ab. Dumm. Also Slums. Was immer ihr wünscht. Ja, das heißt aufs Dach der Kupferkrone. Ich habe die Quest hier echt ein bisschen gebroken. So, da sind sie. Es hat sich nichts an eurer Scheinheiligkeit geändert, dämlicher Wurm. Ihr seid noch immer ein elender Wassersäufer. Ja, Wassersäufer. Wenn man von zu klein geratenem Breiter spricht, schon watscht er herein. Ich sagte gerade so Wirrgesicht und Schraube locker, es ist eine Schande, dass wir keine Zwerge ausnehmen dürfen. Bis zum nächsten Montag. Eine Schande ist das. Also wisst ihr nichts von dem, was euch bedrückt? Wäre nicht mit meinen Fäusten zu heilen, Tabaksack. Knirpse von eurer Sorte machen mir keine Angst. Verpisst euch, ich muss mit meinen Jungs einen drauf machen. Das lasse ich nicht zu. Ich bin nicht gerne ein Ekel, aber ihr lasst mir keine Wahl. Erlauben? Vielleicht möchte eure neue Bande das Gedärmgewusel wissen, dass dieser Steinbeißer hier alles auf sich genommen hat, während wir dabei waren, drei der Truppe hochzunehmen und Dreck fressen zu lassen. Kein Grund, gar keiner. Anscheinend wurde er oder ein anderer erledigt. Er steht auf und Mücke, Dickbauch und Schnitzer sind tot. Spart euch das, Blödsinn. Aus eiskalter Berechnung kam der Stahl zum Einsatz, Tabaksack. Und ihr seid euch des Vergehens ganz genau bewusst? Diesmal steckt ihr knietief drin. Betet, wenn ihr einen Gott habt, Schweine, und ich kapiere nicht, worüber die reden. Ich werde es nie kapieren. Ja, Fratze kriegt eins aufs Maul. Für die Gefallenen. Wie peinlich. Ah, Keldon. Machen wir mal Gib an. Wie peinlich. Wie peinlich. Was wollt? Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt und gemacht. Ein feiner Saustall war das. Sie haben für mich getötet, aber ich habe das Gold, das Buch
Und in den Hintern getreten habe ich sie auch noch. Ein guter Tag. Schön für dich. Ihr könnt losziehen und Tabaksack Seichsam suchen, der dämliche Idiot. Das bekloppte Buch könnte immer noch was wert sein, wenn es noch in Ordnung wäre. Ja. Wir haben das Buch von Korgans alten Gruppenmitgliedern Wassersäufer und seinem Mann wieder beschafft. Sie sind alle tot. Da es inzwischen niemand mehr gibt, dem das Buch zustehen würde, können wir alles Gold vom Verkauf des Buchs selbst einstreichen. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, werden wir auch das ganze Gold hier einstreichen. Das haben wir, das haben wir. Ich warte, euer Wunsch ist mein Begehr. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal Korgan los. Holen uns Minsk wieder. Ah, Keldon ist gut kurz vorm Level-Up. Erwi braucht noch eine Weile. Yahira braucht auch noch eine Weile. Die hat bei beiden jetzt denselben Stufenaufstieg. Also kriegt sie mal wieder einen doppelten zur Abwechslung. Keldon, wie gesagt, ist kurz davor. Korgan interessiert mich eigentlich zurzeit nicht. Yoshimo auch kurz davor und was heißt auch? Nee, Yoshimo braucht noch eine Weile, genauso wie Talisa eigentlich, aber noch länger eigentlich sogar. Ist aber auch schon Stufe 15. Erwi, die... Ja, hier braucht sie noch etwas mehr als 70.000. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen. Keine große Herausforderung. So, du hast nichts Wertvolles im Rucksack. Das heißt, wir holen uns Minsk wieder. Dort, wo der übel riechende Gestank des Bösen hingeht, dort weht auch der reinigende Wind in Gestalt von Minsk und Bohin. Bleib stehen, ihr bewaffneten Schufte, und sagt, ich kenne euch. Oh, Tag des Glücks, ihr seid gekommen, Minsk und Popa euch aufzunehmen, sodass wir gemeinsam unsere Feinde niedertrampeln können. Jo, Minsk, komm mit. Minsk und Bo und dir, da kann ein großartiges Team in den Reichen. Das kann ein großartiges Team in den Reichen geben. Jo, wir entfernen Korgan. Geht's jetzt doch weiter? Brechen wir auf! Geht's jetzt doch weiter, bringen wir auf. Wir sollen getrennte Wege gehen. Ah, ich muss erstmal meine Füße hochlegen. Wenn ihr eurem Rumgeier fertig seid und eine ernsthafte Tour ansteht, dann könnt ihr euch ja mal melden. Bis dahin erhole ich mich ein bisschen in der Kupferkrone. Ja, wenn wir so meinen gerne, suchen wir euch da auf. So, Minsk ist jetzt immer noch höher als Keldon. Keldon braucht noch 14.000, Minsk braucht nur noch 8.000. Da haben wir die beiden ein bisschen näher aneinander rangebracht, so. Fragt nur, was möchtet ihr? So, und Keldon kann alles, was wir verkaufen wollen, an Minsk abgeben. Minsk hat noch seine komplette Ausrüstung. Yay. Minsk fehlen halt noch ein paar Lebenspunkte. Der ist immer noch bei unter 100. Was ein bisschen doof ist. Aber dadurch, dass er so eine höhere Rüstungsklasse hat, wie alle anderen auch, außer Talisa. Talisa hat so eine hohe Rüstungsklasse, ey. Ich warte, erzählt mir mehr davon. Also eigentlich mit einem ETW über 10 braucht man gar nicht erst anfangen. Bei mir ist das Bier billig. Ja, wir würden hier gern einmal als Händler schlafen. Fragt nur. Ihr müsst. Jetzt können wir. Ah ja, das Buch von Kasa. Das Buch von Kasa ist ein berühmter Leitfaden, der vom Leichnam Kasa geschrieben wurde. Man sagt, dass er sich mit den dunklen Geheimnissen der Nekromantie befasst, doch die Seiten dieses Buchs scheinen leer zu sein, wenn ihr versucht, sie zu lesen.
Kassa wurde während des Aufstands vernichtet, der sich während der letzten Tage in Netzeritz ereignete. Das Buch wurde von Kassas Schülern in die Gegend gebracht, die heutzutage unter dem Namen Am bekannt ist. Wie es nach so vielen Jahren seinen Weg an diesen Ort hierher gefunden hat, ist ein Rätsel.